Hi, hier ist wieder Christian und heute schauen wir uns mal die Kameras des Sony Xperia M4 Aqua und des Huawei P8 Lite an. Warum das Ganze? Ganz einfach. Wir haben hier zwei Mittelklasse-Smartphones, die im ähnlichen Preissegment positioniert sind. Das heißt, für 250 bis 260 Euro bekommt ihr jeweils eines der beiden Smartphones. Doch bevor ich euch jetzt die Videos bzw. auch Bilder zeigen werde, noch ein paar kurze technische Daten zu den einzelnen Geräten. Das Sony Xperia M4 Aqua ist mit einer 13-Megapixel-Kamera ausgestattet, besitzt einen hauseigenen Exmor RS-Sensor, kann Videos in maximal Full HD, also 1920x1080 Pixel aufnehmen und die Auflösung bei Bildern liegt wie gesagt schon bei 13 Megapixeln. Hier allerdings nur im 4:3 Format, möchtet ihr Fotos in 16:9 knipsen, legen noch 9 Megapixel an. Beim Huawei P8 Lite haben wir ebenfalls eine 13-Megapixel-Kamera, hier allerdings mit einem Omnivision-Sensor und Videos kann ich auch hier mit maximal Full HD aufnehmen. Bilder, wie gesagt, mit 13 Megapixeln, aber auch hier nur im 4:3 Format. Möchtet ihr Bilder mit 16:9 knipsen, stehen euch noch 10 Megapixel zur Verfügung. Im Folgenden werde ich euch einige Videosequenzen und natürlich auch einige Bilder abspielen. Die Bilder dabei in 16:9, das heißt zum einen mit 10 Megapixeln beim Huawei P8 Lite und mit 9 Megapixeln beim Sony Xperia M4 Aqua. Bei den Bildern werdet ihr sehen, dass das Huawei P8 Lite die Farben etwas kräftiger darstellt, mehr Kontrast und mehr Schärfe ins Bild reinbringt und mir persönlich die Bilder wirklich um einiges besser gefallen haben, zumindest bei Tageslicht. Wir gehen hier in den Lowlight-Bereich über, dann spielt das Xperia M4 Aqua etwas seine Stärken aus, das heißt, es bringt mehr Licht ins Spiel, hat dafür aber auch wieder einige Ausfransungen bei Texten bzw. bei irgendwelchen Kanten von Gegenständen. Dementsprechend ist auch hier die Schärfe nicht ganz so gut wie beim Huawei P8 Lite. Schaut man sich allerdings den Videobereich an, gefällt mir hier das Xperia M4 Aqua auf ganzer Linie besser. Hier sind die Farben etwas kräftiger, der Autofokus arbeitet wirklich richtig gut, während beim Huawei P8 Lite der Autofokus nicht wirklich funktionierte. Das heißt, wenn ihr ein Video macht und möchtet bestimmte Bereiche fokussieren, müsst ihr das über das Display und einem Touch immer manuell machen, jedenfalls beim Huawei P8 Lite. Ansonsten, die Qualität der Videos ist annähernd gleich, aber wie schon gesagt, im Videobereich würde ich eindeutig dem Xperia M4 Aqua den Sieg zusprechen.